Als zweiten Punkt habe ich mir das Wetter bzw. das Klima hier in Florida aufgeschrieben. Also wirklich alle sind so lieb, fragen, wie dein Tag war, weil man ein neues Land und deren Kultur auf eine sehr realitätsnahe Art kennenlernen kann. Hi, ich bin Anna, ich bin 16 Jahre alt und befinde mich gerade in Florida in den USA mit Kulturwerke Deutschland. In diesem Video wollte ich über Erwartungen versus Realität reden und ja, ich würde sagen, let's go. Ich denke, als Auslandsschüler hat jeder so seine Erwartungen an das Auslandsjahr und auch an das Gastland, jetzt in meinem Fall Amerika. Ich würde sagen, dass meine Erwartungen relativ realitätsnah waren, denn ich habe sehr viel schon im Vorhinein, also vor meinem Auslandsjahr, durch Videos von anderen Schülern auf YouTube oder zum Beispiel ganz klischeehaft durch Highschool-Filme über die USA erfahren. Und da würde ich sagen, dass meine Erwartungen oft mit der Realität übereingestimmt haben. Jedoch gibt es doch das eine oder das andere, wo ich mich ziemlich gewundert habe oder ja, wo einfach meine Erwartungen nicht der Realität entsprochen haben. Und ich dachte, es wäre interessant, mal davon zu erzählen. Ich habe mir 5 Punkte aufgeschrieben und den ersten Punkt, den ich habe, ist Schule. Und zwar auch bei Schule hat sehr viel, also die Erwartungen mit der Realität übereingestimmt, wie zum Beispiel Cheerleading, Football, Lunch, ich weiß nicht, wie die Leute draußen sind, wie alles aussieht. Da hat schon sehr viel übereingestimmt, was ich mir vorgestellt habe. Aber was mir sehr aufgefallen ist, dass die Schule so viel einfacher ist, als ich mir die vorgestellt habe. Also wirklich, falls ihr euch zum Beispiel Sorgen macht über schulische Teilnahme und wie es mit den Noten und so aussieht, ich würde sagen, macht euch keine Sorgen da. Also es ist wirklich so viel einfacher, als ich gedacht habe. Aber ich fand es sehr interessant, das ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Was ich außerdem noch aufgeschrieben habe, war, dass an der Schule die außerschulischen Aktivitäten so sehr viel zählen und dass es genau auch ganz anders ist als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Es gibt hier so viele Clubs und zum Beispiel wenn man ein Sportteam ist, dann hat man jeden Tag mehrere Stunden Sport und plus Spiele unter der Woche und deshalb, also Sport wird hier so viel, also echt krass durchgezogen und sehr viel Wert drauf gelegt. Deshalb fand ich das sehr interessant. Als zweiten Punkt habe ich mir das Wetter bzw. das Klima hier in Florida aufgeschrieben. Und zwar, wenn man Florida hört, ich denke, bei euch ist es auch so, denkt man an Sonne und an Strand, sommerliche Kleidung. So habe ich auch gedacht und habe dementsprechend so gepackt. Und es ist auch so, also es ist sehr warm hier und selbst im Winter sind es milde 25 Grad Tagestemperatur. Trotzdem habe ich falsch gepackt, ich hätte viel mehr warme Sachen anziehen sollen. Und zwar nicht, weil es draußen so kalt ist, sondern es ist drinnen. Drinnen ist es so kalt, also sei es in der Schule, in den, ich weiß nicht, bei der Gastfamilie, also bei allen Familien zu Hause, in den Restaurants, Supermärkten, also überall wird ist die Raumtemperatur um die ca. 20 Grad, 20, 21 und es ist wirklich sehr kalt. Deshalb, genau, falls ihr ein Auslandsjahr in Florida machen wollt, packt auf jeden Fall warme Sachen ein, denn vor allem in den Restaurants, da friert man echt sehr. Genau, als nächsten Punkt habe ich mir die Preise aufgeschrieben und zwar, ich weiß nicht warum, aber ich hatte in meinem Kopf immer, ich weiß nicht, verankert, dass Amerika ist viel günstiger als Deutschland und das stimmt nicht. Also wenn man in den Supermarkt geht und egal in welchen, auch in den allergünstigsten, ist alles teurer als in Deutschland. Also sei es, ich weiß nicht, Fisch, Fleisch, Früchte, Obst, aber auch Drogerie und Medikamente und alles. Also es ist wirklich alles sehr viel teurer und ich finde es einfach interessant, dass zum Beispiel ich und alle meine Freunde in Deutschland davon ausgegangen sind, dass in Amerika alles günstiger ist. Und als letzten Punkt habe ich Freundlichkeit. Und zwar habe ich ehrlich gesagt schon oft gehört, dass Amerikaner sehr freundlich sind, oft Smalltalk führen. Aber als ich dann wirklich hier war und das selbst gespürt habe, war ich schon sehr, also positiv schockiert, also überrascht davon, dass also wirklich alle, sei es fremde Leute auf der Straße, in der Schule, Busfahrer in den Supermärkten, also wirklich alle sind so lieb, fragen, wie dein Tag war und führen Gespräche mit dir. Auch sehr viele Komplimente von komplett fremden Leuten auf der Straße, die auch sehr lieb gemeint sind. Und ich denke, dass das einfach eine so schöne Sache ist, weil das wärmt
einem das Herz. Also, so kitschig das klingt, aber es ist wirklich eine sehr schöne Sache. Und ich fange jetzt auch an, das selber von mir aus zu machen. Deshalb, ich finde, wir sollten das in Deutschland mal auch einführen. Genau, das waren jetzt ein paar Punkte, wo meine Erwartungen von der Realität abgewichen sind. Und das ist etwas sehr Schönes, meiner Meinung nach, weil man ein neues Land und deren Kultur auf eine sehr realitätsnahe Art kennenlernen kann. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls du jetzt auch Lust auf ein Auslandsjahr bekommen hast in den Staaten, vielleicht auch sogar in Florida, dann melde dich gerne bei Kulturwerke Deutschland. Auf diesem Kanal, den du gerne abonnieren kannst, findest du noch ganz, ganz viele andere Videos von anderen Schülern, die du dir gerne anschauen kannst. Auch auf Instagram und TikTok findet ihr Kulturwerke Deutschland und die posten da ganz, ganz viel über das Thema Auslandsjahr. Deshalb ja. Tschüss!